Het verschil van de KSE tegen Kortrijk. Bienvenue à la conférence de presse après le match de la SEPN contre Courtrai. Nous commençons avec l'analyse des deux coachs. We beginnen met de spelanalyse van de twee coaches. En er is de next een gelende boek. Je zou denken dat ik tevreden ben, omdat je dan nog een punt eigenlijk behaald, maar hey, ik ben tevreden over wat mijn jongens vandaag hebben getoond. Qua inzet en qua voetbal, alleen niet qua kansen. Als je open komt spelen en je hebt 57% balbezit, dan moet je meer creëren. En dat is waar ik ontgoocheld over ben, maar dat is een euvel dat wij al dat Kortrijk eigenlijk al het ganse seizoen heeft. De moeilijkheid om kansen te creëren. Want balbezit is belangrijk. Maar als je daar niets mee doet, dan heb je een probleem. En voor de rest, ja. Ik blijf erbij dat die fout van Radovanovic, dat geen fout is. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat je dat doelpunt moet slikken. En dan ben je achteraf blij dat je in de slotseconde dat verdiend punt, ik denk dat we dat zeker verdienden, minstens, dat je dat punt nog over de streep trekt. En, want een nederlaag had heel zwaar aangevoeld, denk ik. Bedankt. En we maken verder met de analyse van coach de KS Alben, Florian Kohfeldt. Bitte? Oké, okay. Je vais faire le résumé en français alors. Ja, Sven's Fazit heute zu viel ziehen, muss ich ganz ehrlich sein. Deshalb mache ich es heute ausnahmsweise mal auf Deutsch. Lange Zeit ganz viel das gemacht, was wir wollten. Chancen kreiert, zu wenig Tore gemacht, das alte Lied. Bis zu unserem Tor haben wir einen Schuss von Kortrijk zugelassen, auf unser Tor, der auch nicht wirklich gefährlich war. Dann schießen wir das Tor und danach werden wir passiv. Das müssen wir uns vorwerfen lassen. Und deshalb tut es natürlich unglaublich weh. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass es natürlich eigentlich ein verdienter Sieg für uns gewesen wäre. Aber man muss halt auch sagen, wir müssen es dann nicht über die Zeit bringen. Was heißt, genau das ist das Problem, wir wollten es über die Zeit bringen und wir müssen es aktiv machen. Wir haben kaum noch Umschaltaktionen gehabt, das war zu wenig. Und sind dann im letzten Schritt passiv. Das Gegentor ist maximal unglücklich dann in der letzten Minute vom Zeitpunkt her, aber auch wie es fällt. Wir müssen den Ball attackieren. Als er reingespielt wird. Gaga hält ihn noch gut, aber durch seine Parade geht er dann in der Kurve um Isaac Christy Davis rum, der ihn sonst wegspielt. Das ist natürlich brutal bitter in der letzten Minute. Und deshalb müssen wir mit dem Punkt leben, der wehtut, der wirklich wehtut, weil es viel mehr möglich gewesen wäre und weil es auch viel mehr verdient gewesen wäre. Aber so ist es dann und die letzten 20 Minuten waren nicht gut und das hat dann heute leider gereicht, damit wir nicht die drei Punkte kriegen. Pendant longtemps, on a fait le match qu'on voulait faire. On s'est créé des chances, c'était notre but. Mais malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après notre but, on a été trop passif pour défendre notre avantage. On aurait mérité la victoire. Mais pour pouvoir fêter la victoire, on aurait dû être plus actif dans la dernière minute. Tout à la fin, on a été vraiment malchanceux. On aurait dû attaquer le ballon s'en procurer dans le rectangle. Le keeper a fait un mauvais mouvement vu que le ballon était dévié, c'est une mauvaise courbe et c'était vraiment de la malchance que la balle est allée dans le filet. Donc c'était dû à notre faute qu'on était trop passif vers la fin du match, que cette possibilité s'est montrée à l'adversaire. On aurait mérité plus, mais
avec les mauvaises 20 dernières minutes, on n'a pas obtenu ce qu'on méritait. C'est un point qui se sent comme une défaite. Oui. Wie erklärst du das, dass der Torwart von Kortrijk ist ja schon mal zum Abschluss gekommen vor dem späten Ausgleich, dass das dann sich quasi wiederholt? Und Victor wurde gerade ganz deutlich gemeint, das darf jetzt nicht passieren, Mentalitätssache. Ja, es ist eine Mentalitätssache. Mentalitätssache, aber nicht im negativen Sinne, dass sie nicht wollen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie so viel wollen, dass sie falsche Entscheidungen treffen und passiv werden. Also ich meine, da gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Menschen. Manche werden, wenn sie sehr viel wollen, wollen sie zu viel und werden aggressiv und machen und so weiter. Wir sind leider dann, dass wir ein bisschen ängstlich werden und dass wir nicht mehr hingehen. Und das verstehe ich nicht. Und der Ball muss den Ball in der Zone attackieren. Das ist das Allererste. Und wir hoffen in dem Moment, dass es vorbeigeht. Und das darf uns nicht passieren. Aber nochmal, ich werfe dieser Mannschaft nicht eine Sekunde vor, dass sie nicht wollen. Nicht eine Sekunde. Nur sie treffen dann halt die falsche Entscheidung. Sie weichen zurück, sie weichen zurück, sie weichen zurück. Und wir müssen lernen, dass wir trotzdem hingehen. Es gab 70 Minuten, ehrlicherweise, nicht eine Situation, in der wir das Spiel nicht gegen den Ball kontrolliert haben. Also nicht eine. Warum gehen wir davon weg? Das verstehe ich manchmal nicht. Auf der anderen Seite ist es Teil dessen, was wir entwickeln müssen. Und müssen wir weiter schnell machen. Weil jetzt werden es weniger Spiele. Heute ist ein Punkt. RWDM hat auch unentschieden gespielt gegen Charleroi. Alle sind weiter in Blickweite, aber wir haben natürlich eine große Chance verpasst, heute mit dem Dreier einen Schritt nach vorne zu machen. Si le but adversaire marqué par le keeper qui avait une possibilité déjà une minute auparavant, c'était une question de mentalité. Il dit oui, je ne fais aucun reproche à mon équipe. Il donne vraiment tout. Mais c'était oui, c'était une question de mentalité parce qu'on a trop voulu. Et ceux qui veulent trop, ils peuvent réagir de deux façons, soit on réagit par une agressivité, soit par une passivité en se retirant. Et là, on a pris la mauvaise décision, mes joueurs ont pris la mauvaise décision en se retirant et ne plus allant vers l'avant. Et donc, je répète qu'il y a eu 70 minutes où notre adversaire n'a pratiquement eu aucune chance. Mais par la fin du match, on a raté une belle occasion de prendre 3 points. Hey coach, je besliste vandaag om de antwoord te geven aan Silva. Waarom die keuze? En heeft Katrien het goed opgepakt of heb je een gesprek gehad met hem daarover? Ik heb vooral een gesprek gehad met Kadri erover. Jullie weten allemaal hoe dat van de zomer is gegaan, waarom dat Kadri kapitein is geweest. En er zijn de laatste weken een aantal zaken gebeurd. Geen negatieve zaken, maar gewoon zaken. Ik zit 30 jaar in het voetbal en ik vind het belangrijk dat een kapitein naar zijn coach toe zijn verantwoordelijkheid neemt. Naar de groep toe. En ja, Kadri heeft die een band eigenlijk gekregen van de club, omdat ze hem wilden houden bij de club. Maar ik vind de kapitein, dat moet iemand zijn. Ja, voor mij, hoe dat ik daar naar kijk. En daarom heb ik daar ook mee over gesproken, want we hebben, laat ons eerlijk zijn, sinds dat ik gearriveerd ben in Kortrijk, nog altijd de beste Kadri niet gezien. En ik zag het eigenlijk eerder een beetje als een bepaalde verantwoordelijkheid die hij misschien beter kwijt dan rijk was. Natuurlijk, als je dat doet, dan, ja, dan raak je op een bepaalde manier, want een speler zegt dan wel, voor mij is dat oké, dus misschien, je hebt misschien gelijk, voor mij is dat oké. Maar ja, dan gaat die speler naar huis en dan praat hij met zijn makelaar en dan praat hij met zijn entourage en dan komt hij een dag later met een heel ander idee terug. Maar ja, dan is de beslissing al genomen, want ik heb eerst aan hem gevraagd of dat hij er kon beleven. En hij kon er beleven, maar ik denk dat zijn entourage er niet kon beleven. En daardoor hebben we vandaag
45 minuten ook een Kadri gezien die weinig geïnteresseerd was tijdens de wedstrijd. En dat heb ik met hem besproken tijdens de rust. Ik denk dat we een goede Kadri hebben gezien de tweede helft. Maar ik kan dat allemaal begrijpen. Maar ik heb die beslissing genomen omdat ik vond, zoals ik zei, om die verantwoordelijkheid van kapitein, want dat draagt heel veel met zich mee. Ik ben zelf in mijn carrière 7 jaar in Anderlecht en 3 jaar in Mechelen kapitein geweest. Dus ik weet welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. En daarom dat ik die keuze heb gemaakt. En ik denk dat dat nu achter de rug is. Met de Kadri te zien van de tweede helft, denk ik dat het achter zich ligt. Afhankelijk natuurlijk wat zijn entourage natuurlijk hem de volgende dagen weer terug gaat influisteren. Het is wel een beslissing die zal blijven dan, voor u wel. Ja, ik heb die keuze gemaakt. Ik denk dat Joao daarin kan groeien, in die rol. Hij heeft dat vandaag ook laten zien op het veld. Hij laat het al, denk ik, een lange tijd zien. Dus die beslissing is onomkeerbaar. En de beslissing dat Van den Berghe 2 keer mee naar voren trekt, was je daar zelf voor die beslissing? Op dat moment, als trainer, moet je dat ook niet tegenhouden. Nee. Ik had kunnen zeggen, maak dat je terug bent. Maar ja, dan hadden we vandaag misschien de wedstrijd verloren. Dus nee, ja, op dat moment, ik denk dat dat in de meeste ploegen zo gebeurt. Hè. Je hebt een extra speler in de 16 meter en die bal valt dan net bij hem. Zoals de coach ook zei, een minuut ervoor had hij ook al kunnen scoren. Dus dat zijn dingen die in het voetbal die gebeuren. Dankjewel. Heb je nog vragen? Nee, dan hartstikke dank voor je